Ich packe meine Traumbox und packe rein ein Traumtagebuch, ein Wunschposter, ein Buch mit 10 Geschichten und 30 spannende Reflexionsfragen für Eltern und Kind. Das alles nur für euch in der Original Ab ins Bett Traumbox. Und die gibt's auf abinsbett.net. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Marco mit der 220. Gute-Nacht-Geschichte. Heute am Kar-Samstag, am 3. April, gibt es eine Geschichte für ein Geschwisterpärchen. Wer das ist, verrate ich euch gleich vorher. Heißt es aber bitte einmal recken und strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und streckt alles weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang und spannt jeden Muskel im Körper an. Und dann lasst ihr euch ins Bett hinein plumpsen. Sucht euch eine ganz bequeme Position. Und ich bin mir sicher, dass ihr heute die bequemste Position findet, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Heute geht es um zwei Geschwister, nämlich um Mio, er ist 5 Jahre alt, und um Anouk, sie ist 3 Jahre alt. Und die beiden werden auch einmal schrecklich gern Titelhelden, das hat mir der Papa der beiden, der Jan, verraten. Und aus dem Grund gibt es auch heute die 220. Gute-Nacht-Geschichte für Samstagabend. Mio und Anouk und das Schiff im Wald. Mio und Anouk sind ganz normale Geschwister. Sie lieben es, draußen rumzuräubern. Sie sind verdammt gerne im Wald unterwegs. Und noch lieber spielen sie große Piratenabenteuer. Am besten eine eigene Schatzinsel. Ja, davon träumen die beiden Geschwister. Wie toll wäre es denn, wenn die beiden mit einem Piratenschiff um die Welt fahren würden. Ferne Länder, einsame Insel und große Schätze finden könnten. Das wäre toll. Davon träumen Mio und Anouk. Auch an Ostern, vielleicht. Doch ein Schiff ist in weiter Ferne. Denn die beiden wohnen nicht an einem Fluss und auch nicht am Meer und auch nicht an einem See. Was Mio und Anouk allerdings haben, ist ganz viel Wald. Und diesen Wald lieben sie auch. Mit Papa im Wald spazieren gehen, Abenteuer erleben, Dinge beobachten und zum Beispiel auch mal auf die Vögel zu achten, die so schön im Hintergrund zwitschern. Ja, das macht Spaß. Und noch schöner wäre es ja, wenn man die Fantasie anregt. Und genau das machen die beiden Geschwister perfekt. Mio und Anouk gehen im Wald spazieren. Doch das ist kein normaler Wald. Sie wissen, das ist der ganz besondere Piratenspezialwald, in dem sie heute spazieren gehen. Und was für andere Menschen wie ein alter, querliegender Baumstamm aussehen würde, das sieht für Mio und für Anouk aus wie ein perfektes Floß, um zur nächsten Insel zu kommen. Ja, Kinder haben nämlich eine fantastische Fantasie. Da braucht man gar kein Wasser, kein Meer oder keinen See, um überhaupt ein Schiff bauen zu können. Das geht auch im Wald. Und so beschließen die beiden, aus alten Ästen, aus alten Baumstämmen, ein Boot zu bauen. Am Anfang sieht es eher aus wie ein Floß und es ist ein bisschen wackelig. Doch mit viel Mühe und mit viel Geduld schaffen es Mio und Anouk tatsächlich, aus altem Laubgebüsch und aus alten Ästen ein fantastisches Boot zu basteln. Das liegt mitten im Wald, aber das stört die beiden gar nicht, denn in diesem Laubwald stellen sie sich vor, dass die Blätter, die am Boden liegen, einfach das Wasser wären. Mio und Anouk steigen in ihr selbstgebautes Schiff ein. Und in Gedanken fahren sie über ein Meer von Blättern. Und die Blätter haben alle Farben, nur grün sind die wenigsten, denn dazu ist es noch zu früh im April. Ja, für die einen sind es Blätter, die am Boden liegen. Für Mio und Anouk sind das allerdings Wellen, die sich an ihrem Boot brechen und an ihrem Schiff. Und so fahren sie raus. Mio hat einen großen Stock in der Hand, den er als Ruder benutzt, um sein Schiff in die richtige Richtung zu manövrieren. Anouk schaut aufgeregt zu und sie ist schon begeistert, wie ihr Bruder das alles macht. Es ist schon toll, einen großen Bruder zu haben, dachte sich Anouk. Und Mio denkt sich, es ist schon toll, eine Schwester zu haben.
Die beiden sind ein gutes Team. Und so steuern sie ihr Schiff durch den Wald. Und es schaukelt und wackelt hin und her. Doch da hinten scheint etwas aufzutauchen, womit sie nicht gerechnet haben. Eine einsame Insel. Eigentlich ist es genau so, wie sich die beiden Geschwister das im Traum vorgestellt haben. Sie steuern auf die einsame Insel zu. Doch dann entdecken sie etwas, was ihnen erst einmal seltsam vorkommt. So einsam scheint die Insel gar nicht zu sein, denn auf dieser Insel, da winkt jemand. Ist das vielleicht ein Pirat? Gibt es auf der Insel vielleicht einen Piratenschatz? Oder möchte der Pirat vielleicht sogar das Schiff von Mio und von Anuk entern? Sie werden es herausfinden. Zielstrebig steuert Mio das Schiff auf die Pirateninsel zu. Und je näher sie kommen, sehen sie den Piraten auf der Insel stehen. Mit jedem Meter, den sie sich nähern, sehen sie auch, dass der Pirat ein großes Grinsen im Gesicht hat. Und dann können es Anuk und Mio ganz klar erkennen. Der Pirat ist ihr Papa und in seiner Hand hält er einen riesengroßen Schatz. Nämlich was Leckeres zu essen und zu trinken. Und alle drei machen ein ganz entspanntes Picknick auf einer Insel mitten im Wald, nachdem Mio und Anuk mit ihrem Schiff direkt durch den Wald gefahren sind. Mio und Anuk, die wissen spätestens nach dem heutigen Tag, genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Schreibt euch eure Träume in das Traumtagebuch und eure Wünsche auf das Ab ins Bett Traumposter. Morgen gibt's die neue Geschichte kostenlos auf abinsbett.net. Träumt was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr.